Es geht uns eigentlich immer darum, ein Modell zu entwickeln, das ein Konterpart zu dem ist, was man so kennt, was der klassische kommerzielle Architekturbetrieb auch ist. ACT ist ein Architekturkollektiv, gegründet 2019. Wir sind derzeit 17 Mitglieder. Wir haben das damals gegründet, um ein Gegenmodell zu üblicher kommerzieller Architekturproduktion zu sein. Wir haben alle gespürt, da ist etwas dahinter, was nochmal wichtig wäre zu zeigen. Das hat angefangen mit selbstinitiierten Projekten, zum Beispiel zum Thema Europa am Brexit Day, wo es um räumliche Aspekte Europas gegangen ist in einer Ausstellung. Inzwischen hat sich das ein wenig verändert. Wir machen zwischen Ausstellungsarchitektur, Bühnenbild, Architekturbiennale derzeit. Also wir haben eine Vielfalt an Projekten inzwischen.